Guten Morgen, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video und dem letzten Vlog aus Winterberg vom Dirt Masters Festival. Ihr seht, wir haben die Räder dabei. Wir geben jetzt unsere Media, Westen ab und dann gehen wir ein paar gemütliche Runden fahren zum Abschluss. Ganz relaxed und ja, dann geht es auch schon fast nach Hause. Am Ende des Videos werde ich schon ein Abschlussfazit geben, was ich so vom Festival halte, was ich darüber denke und ob ich wiederkomme. Viel Spaß. Erste Runde geschafft, ist leider doch, also im Internet stand, dass die Flow Country nicht ganz gesperrt wäre. Das hat mir für mich auch schon keinen Sinn ergeben, warum die nicht weiter gesperrt sein sollte. Aber war gesperrt, man könnte jetzt noch die Loose Lee komplett fahren. Aber da das eine der wenigen jetzt interessanten Strecken ist, so, ist da natürlich mega viel los. Und unten am Lift war gerade wieder Eskalation, weil einfach so viel gedrängelt wird und so. Das hab ich. Da haben wir jetzt keine Lust drauf, deswegen gehen wir. Was machen wir? Wir fahren jetzt einmal die Kühe Hill. Okay. Dann fahren wir Schneewittchenlift. Ich glaube, Kühe Hill ist auch gesperrt. Ja? Ja. Nee, die war wegen dem Kids-Ding gesperrt. Meinst du, ist immer noch gesperrt? Weiß ich nicht, können wir gucken. Ja, wenn die aufhört, fahren wir die einfach und dann fahren wir nochmal Schneewittchen, weil da ist nie was los. Ja. Und dann zum Parkplatz. Wir fahren tatsächlich dann Schneewittchen und so. Ach ja. Egal, das Wetter ist schön. Das Wochenende war cool, hat sich gelohnt. Ich wollte halt gerne noch mal ein bisschen aufs Rad zumindest. Ich hätte auch mal eigentlich gerne die neue Freeride getestet. Ja, aber ich glaube, man muss nach Winterberg echt entweder unter der Woche, wenn nichts los ist, oder halt bei Regen. Ja. Weil sonst einfach zu krass und zu voll. Echt krass, also dass der Hype hier so krass ist, jetzt immer noch, obwohl Willingen viel getan hat und Greenhill auch viel getan hat, wundert mich. Aber Winterberg ist irgendwie anscheinend zumindest für die jüngere Generation auf jeden Fall immer noch die Nummer 1. So. Ich meine, wir machen die Strecken auch alle Bock hier. Ich finde das alles cool. Ich finde die Strecken ein bisschen kurz, aber sonst finde ich es echt cool. Ja, die Downhill Racer haben Glück. Hier oben auf manchen Streckenstellen, da trocknet es schon ab. Aber ich glaube, ich bin gespannt, wie das der Tom jetzt sagt zum Racelauf. Come on!
So Leute, wir sind am Ende angekommen, dieses kleinen Trips hier. Ich chill gerade noch hier mit der Michi, wir haben ein bisschen aufgeräumt, machen uns jetzt noch einen kleinen Snack, weil wir noch Reste übrig haben, die unbedingt natürlich weg müssen. Auto ist schon gepackt und eigentlich ist alles so gut wie ready. Das Wochenende hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Schade, dass Marc und Mandy so früh weg waren. Schade, dass der Steve und Alina nur ein paar Stündchen da waren. Es wäre geil gewesen, wenn alle das ganze Wochenende da gewesen wären. Und hätten wir auch irgendwie Zeit gehabt, alle gemeinsam Rad zu fahren. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Aber mein kleines Fazit jetzt so zum Festival als solches. Es war mal eine echt interessante Erfahrung, so komplett über mehrere Tage jetzt beim Dirt Masters zu sein. Und ich kann mir vorstellen, wenn man ein Freund davon ist, auch die ganzen Partys mitzunehmen, jedes Event voll mithypen und so weiter und so fort, dann ist das eine richtig geile Sache. Mir persönlich ist das allerdings irgendwie zu anstrengend. Gerade die Partys so, das ist, ich bin schon abends, wenn ich hier noch Videos geschnitten habe, oder auch ohne Videos schneiden, wäre ich schon müde gewesen. Und ich glaube, das dann eher so für die jüngere Generation. Allgemein sind halt hier super krass viele junge Leute. Das ist komplett anders als zum Beispiel im Bike-Festival in Willingen. Und ja, Radfahren während dem Event war jetzt okay. Ist natürlich viel gesperrt, das weiß man natürlich vorher. Aber ich denke, man macht es auch eher so wie wir, dass man dann so ein bisschen die Strecken fährt, die halt frei sind. Und einfach nur, um mal kurz auf dem Rad zu sein, ein bisschen was sportlich aktiv gewesen zu sein. Jetzt heute war es unten am Lift wieder sehr, sehr voll und viel Gedränge und viel Nachgeschiebe und so. Da kriege ich ja immer ganz schnell einen Anfall. Aber das war trotzdem gesitteter alles. Das gesamte Festival war irgendwie gesitteter, hatte ich den Eindruck, als die letzten Male, wo ich hier gewesen bin. Und dementsprechend fand ich das auch ganz cool alles. Ich glaube allerdings, für mich persönlich würde es reichen, wenn man irgendwie einen Tag herkommt, morgens früh, so den Freitag, dann irgendwie eine Nacht bleibt, dann noch den Samstag mitnimmt und abends wieder fährt. Ich glaube, das würde für mich persönlich ausreichen, wobei man dann natürlich viele Events verpasst. Wenn man so ein Rennen fährt oder mehrere Rennen jetzt zum Beispiel, dann ist das natürlich eine coole Sache, dass man hier so ein ganzes Wochenende verbringt mit mehreren Aktionen. Zum Beispiel die Alena ist ja Rookies Cup gefahren, gerade eben haben wir die noch beim Enduro-Rennen getroffen. Und wenn du so mehrere Sachen hintereinander machst und an einem Wochenende, ist das, glaube ich, echt eine coole Sache. Du machst zwischendurch Pause ein bisschen, fährst dann wieder. Allgemein hat es mir mega Spaß gemacht, viele Leute zu treffen. Mega viele von euch da draußen auch getroffen, die einfach super lieb waren, nettes Feedback gegeben haben, Fotos gemacht haben. Und das war einfach mega cool, hat mich mega gefreut. Auch mit dem einen oder anderen Marc haben wir natürlich gesprochen, wo wir auch echt coole Kontakte jetzt geschlossen haben. Ich habe endlich mal den Noah live kennengelernt. Man kannte sich ja irgendwie nur über E-Mails und so weiter von Noah Hubs. Und ja, das war einfach, ja, war auf jeden Fall eine coole Zeit. Hat sich gelohnt und muss man auf jeden Fall irgendwie doch mal gemacht haben, so ein ganzes Dirt Masters Wochenende. Und wenn man 10 Jahre jünger ist, dann macht man vielleicht auch noch alles komplett mit. Von morgens bis abends mit Festival, mit Party danach und so weiter und so fort. Ich frage jetzt mal ganz kurz die Michi, wie es der gefallen hat. Nicht dich fragen. Ich bin hier gerade am Aufräumen. Ja. Irgendeiner muss ja hier aufräumen. Er tut immer so, als würde der ich helfen. Ich habe voll geackert. Das Auto, Müll rausgebracht, Auto geparkt. Ich mache hier alles ganz alleine. Ja? Geduscht habe ich. Alles auf meinen Rücken. Wie war dein Dirt Masters Festival? Mein Dirt Masters Festival war nass und kalt. Ich hatte aber trotzdem sehr viel Spaß, muss ich sagen. Also ich fand die Expo cool. Ich habe natürlich viel geshoppt. Man konnte so das ein oder andere Schnäppchen mitnehmen. Das ist natürlich für uns Frauen immer ganz besonders interessant. Ja gut, dass die Strecken gesperrt waren, kann man jetzt nichts dran ändern. Weiß man ja vorher auch. Und dass der Lift voll ist, weiß man auch vorher bei so einem Festival. Ich fand die Tage hier auf jeden Fall cool. Wir hatten eine richtig coole Unterkunft mit uns, also hier als Team, wollte ich schon sagen. Als Gruppe hatten wir einfach eine gute Zeit und das ist ja schon die Hauptsache. Ja, wir hatten auf jeden Fall ein gutes Team dieses Jahr hier. Ja. Auch wenn das manche Team. Vom Team nicht so lange dabei waren. Team Bergblick. Ja, ich hoffe, der Tom hatte einen guten Run jetzt gerade. Da hinten läuft das Rennen natürlich noch. Ich glaube, er ist aber schon durch, müsste er zumindest gewesen sein. Aber wie das gelaufen ist, seht ihr wahrscheinlich auf seinem Kanal. Und ja, wir sehen uns in den nächsten Videos. Nach diesem Video geht es wieder ganz normal weiter, Leute. Ganz normal, nicht mehr jeden Tag. Einfach nur montags und mittwochs, wie immer.
Lasst ein Abo da, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen, Daumen nach oben, Glocke aktivieren und was gibt noch? Bis zum nächsten Video. Ach so, bis zum nächsten Video und schaut auch mal so die anderen Vlogs an, ne? Wir haben ja hier jeden Tag ein Video rausgehauen. Jeden Tag. Jeden Tag. Jeden Tag. Ohne Ende. Ja, zwar nicht immer in der besten Quali wie sonst die Videos, aber ich denke, um Einblick zu kriegen vom Dirt Masters hat das gereicht. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.